Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's hier weiter mit UFC 2 und der Karriere unseres Mixed Martial Arts Fighters Paddy Parker hier aus London, England. Wir sind hier bei der UFC Fight Night in New York und spielen hier heute gegen den Jiu-Jitsu-Fighter Luca Cavalcante. Und der ist 21 Jahre, also 2 Jahre älter hier als wir. Und da versuchen wir den natürlich jetzt hier im Stand auszunocken. Denn Jiu-Jitsu-Fighter sind dann eher Kämpfer, die auf dem Boden kämpfen wollen. Die hier eben den Gegner zur Aufgabe zwingen wollen. Mit verschiedenen Möglichkeiten irgendwie die Arme, Beine und was weiß ich, welche Gelenke zu verdrehen oder mit einem Rear Naked Choke oder auf jeden Fall den Gegner irgendwie zur Aufgabe zwingen wollen. Die haben dann eher schlechte Kopf- und Kinngesundheit, deswegen versuchen wir den hier am besten möglichst schnell auszunocken, mit verschiedenen Tritts uns ihm hier vom Leib zu halten, dass er gar nicht auf den Takedown gehen kann. Das ist natürlich dann immer die Sache der Jiu-Jitsu-Kämpfer, die wollen dann natürlich erstmal am Boden und da muss man dann halt erstmal eben hinkommen. Und da wollen wir natürlich versuchen mit hier Kicks und Haken und Punches dagegen zu arbeiten. Und jetzt hat er uns schon mal im Clinch hier, da versuchen wir in den Thai-Clinch zu kommen. Und dann hauen wir ihn doch hier direkt mal um und ist es jetzt hier schon vorbei. Nein, oh, jetzt hat er uns natürlich am Boden, da versuchen wir in die Top-Mount zu kommen. Eventuell, dass er hier keine Submission ansetzen kann und dann versuchen wir doch mal hier unsererseits aktiv zu werden, verschiedene Fäuste da einzusetzen und jetzt einfach den Gegner mal hier mal den Jiu-Jitsu-Fighter zu submitten. Das wäre doch auch mal was hier, wenn wir den Jiu-Jitsu-Fighter hier zu einer Aufgabe zwingen würden. Wir gehen in die Armbar hier, es sieht ganz gut aus aktuell. Oh, das sieht gut aus für uns, wir kommen hier. Ah, jetzt kann er sich nicht befreien, er kann sich noch nicht befreien, da war es ganz knapp gerade, es war ganz knapp, jetzt gleich haben wir die Submission hier durchgebracht, eine Stufe fehlt hier noch, um die Submission durchzukriegen und wir schaffen die Armbar hier gegen den Jiu-Jitsu-Fighter, die Nummer 30 der UFC Light Heavyweight Rangliste hier zur Aufgabe gezwungen und das ist doch mal ein Statement, wenn wir hier den Jiu-Jitsu-Fighter selbst mit einer Armbar zur Aufgabe zwingen. Das ging schnell hier und da muss er jetzt hier gleich abklopfen und der Schiedsrichter unterbricht dann hier und ja, das ging auf jeden Fall sehr schnell. Da kommt auch nur noch ein kurzer Tap aufs Knie und dann ist es hier vorbei mit ihm. Wir sehen es da, kräftige Armbar auf jeden Fall an der Stelle und dann hat Paddy Parker hier mal ganz kurzen Prozess mit diesem Jiu-Jitsu-Fighter Cavalcante gemacht. Und das sollte ein Statement sein und uns in der Rangliste auf jeden Fall noch weit nach oben bringen. Wir schauen mal wohin uns das befördert. Wir waren, glaube ich, jetzt auf Rang 34 oder so. Mal schauen, wie weit es jetzt nach oben geht. Auf jeden Fall war das hier noch kein wirklicher Gegner für Paddy Parker, wenn wir selbst den Submission Fighter am Boden mit einer Armbar niederstrecken. Und dann ist das doch ein, ja, Ausrufezeichen hier, unsere MMA-Bilanz 6-0-0. Und wir sehen uns jetzt gleich im Trainingslager wieder. So, das Trainingslager dauert jetzt wahrscheinlich länger als der ganze letzte Kampf. Und wir sehen hier die Angebote, die wir hier aktuell haben. Wir können gegen Norman Bennett antreten, wir können gegen Ivan Kuzmenko antreten oder gegen Austin Carver. Und wie wir sehen, ist der beste Angebot hier der Freistilringer Norman Bennett auf Rang 29. Mit den anderen wollen wir uns gar nicht abgeben. Und deswegen treten wir hier in der Undercard gegen den Ringer Norman Bennett an. Wir haben mehr Fans hinzugewonnen. Das auf jeden Fall, ja, kann ja nicht schaden mit unserer Performance. Und jetzt setzen wir hier das Training fort und gehen ins Trainingslager. Und schauen einfach mal, ob wir hier Boni haben wir keine. Wo sieht's denn gut aus? Die linke Handstärke scheint bei 80 hier zu Ende zu sein. Da haben wir auf jeden Fall schon einiges an Stärke. Dann die Beinstärke ist bei 78. Blocken wäre eigentlich hier nicht schlecht, wenn wir hier ein bisschen besser noch wären. Da können wir hier das Ganze auf jeden Fall schnell simulieren, würde ich sagen. Was haben wir jetzt? Das Kabelfernsehen, eine Trainingssitze. Was? Was schlabbert der hier?
Eine Trainingssitzung muss ausfallen. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Darf ich jetzt nur noch ein Training auswählen oder was? Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Sieht so aus, als habe ich jetzt nur noch ein Training zur Verfügung. Naja, das war jetzt auch irgendwie merkwürdig. Aber gut, wir trainieren also hier nochmal die Punch- und Kickgeschwindigkeit. Dann sind wir da noch ein bisschen schneller. Ja, und dann war dann hier relativ schnell Ende, was das Training angeht. Und dann sehen wir uns gleich im Kampf gegen den Ringer Josh. Ne, wie hieß der? Norman Bennett? Ach, ist egal, Namen sind nur Schall und Rauch. Unser nächstes Opfer folgt sogleich. Und wir gucken uns die Fight Card hier vorher nochmal an. Hier kämpft Evan gegen gegen OSP. Aldo gegen Edgar. Und wir sind da unten jetzt dran mit Bennett gegen Parker. Also, bis zum Einlauf der Kämpfer hier. So, los geht's. Wir sind aktuell auf Rang 33 gerankt. Oh, er möchte hier sich nicht abschlagen. Gegen den Ringer muss man am Boden natürlich aufpassen. Da sind wir auf jeden Fall im Stand auch gut aufgehoben. Ich denke mal, er wird hier gleich Richtung Takedown gehen wollen. Aber das haben wir beim Jiu-Jitsu-Fighter halt auch schon gedacht. Oh, da hat er gerade schon mal den Takedown angedeutet. Ich weiß noch, dass wir hier beim Ultimate Fighter Turnier richtige Probleme hatten, da am Anfang durchzukommen. Oh, der schöne X-Kick. Ja, nochmal der Richtung Körper hier agiert. Ja, der kommt nicht wirklich durch. Da weicht der gut aus. Scheint auf jeden Fall schon mal etwas besser zu sein als unser letztes Opfer hier. Oh, da schön. Jetzt gut durchgekommen. Kombination hier. Kopf, Kopf, Körper, Körper und erneut zum Kopf. Das hat nicht wirklich funktioniert. Die Faust kam gut durch. Oh, da kontert er selbst mit einem guten Tritt. Da ging er jetzt Richtung Takedown, aber das konnte man noch verhindern. Ja, wir arbeiten ihn hier definitiv ganz okay, würde ich sagen. Da will er wieder. Oh, jetzt geht er in den Clinch. Oh, da versucht er einen Takedown anzusetzen. Und jetzt kriegt er hier ein paar Fäuste von uns. Und jetzt will ich mich eigentlich aus dem Clinch befreien hier. Weil ich auch eigentlich in keiner dominanten Position hier am Boden sein möchte gegen den Ringer. Er hat da natürlich viele Reversals, um sich dann eben die Position zu wechseln. Versuche ich doch natürlich hier lieber am Boden, im Stand den Kampf zu halten und jetzt hier mit einer schönen Kombination zu scoren. Haben wir ihn auf jeden Fall bearbeitet, jetzt hier auch nochmal und von der Seite kommt dann der Kick. Und jetzt haben wir ihn hier blutig geschlagen. Und dann kommt der Tritt nochmal. Links-Rechts-Tritt-Kombination. Auch die Beine werden bearbeitet hier. Versuchen den kompletten Körper abzudecken, was die Schläge und was die Tritte angeht. Und da auch nochmal. Bam. Wir sehen, seine Birne leuchtet schon rot. Oh, da haben wir jetzt auch mal einen gefangen. Müssen wir ein bisschen auf unsere Ausdauer aufpassen hier. Oh, jetzt hat er uns hier. Nein, Takedown-Verteidigung steht. Hier, Takedown-Verteidigung steht. Wir versuchen mal, ihn hier von hier K.O. zu schlagen, wenn es sein muss. Dann versuchen wir hier in die Backmount noch zu kommen. Ah, von hier habe ich jetzt leider keinen Rear Naked Choke. Aber dann versuchen wir ihn halt hier jetzt nach unten zu bringen. Aber er schafft es hier, uns auf die Seite zu rollen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier, dass er nicht uns hier in eine schlechtere Position bringt, als wir eigentlich wollen. Lassen wir uns die Ausdauer mal ein bisschen aufladen hier. Oh, jetzt schafft er es uns da. Oh, den Sweep schafft er zu verteidigen. Jetzt schickt er uns in die Half Guard. Will eigentlich nach oben kommen hier gleich. Ein bisschen Ground and Pound hier erstmal noch. Da kann er sich nicht verteidigen. Und ist es jetzt hier vorbei? Nein, er kann sich doch nochmal. Er kommt da nochmal raus. Ich will jetzt hier erstmal aufstehen. Will den Kampf lieber auf dem im Stand hier fortführen. Da haben wir auch hier die Reichweitenvorteile, was die Kicks angeht. So, einige Kicks können wir hier landen. Oh, ja, diesmal schafft er den Takedown hier. Diesmal schafft er den Takedown. Versuchen wir doch in den Backsit zu kommen, um direkt wieder die Position zu wechseln. Und von hier den Rear Naked Choke vielleicht gleich mal anzusetzen. Mal gucken, wie er sich aus dem Choke verteidigen kann. So, gucken wir uns das Ganze mal an, was seine Choke-Verteidigung hier so mit sich bringt. Und die erste Stufe haben wir schon mal überstanden. Wir wechseln auf die Armbar. Wir wechseln auf die Armbar hier jetzt vom Choke in die Armbar hinein. Und dann sieht es doch gut aus. Und dann haben wir den nächsten Gegner hier mit einer Armbar zur Aufgabe gezwungen. Also hier
die neue Stärke von Paddy Parker, eben durch Submission auch seine Gegner niederzustrecken. Nicht nur Power in den Fäusten und in den Kicks, sondern auch dann im richtigen Zeitpunkt eben auch die Submission anzusetzen. Und vom Rear Naked Choke der Wechsel auf die Armbar, damit überspringt man ein paar Stages und hat gesehen, hat nur noch eine Stage ausgereicht hier, um diesen Freistil-Ringer zur Aufgabe zu zwingen. Und wir arbeiten uns weiter in der Rangliste nach oben und er muss hier wieder abklopfen und damit ist der Drops hier gelutscht. Wir warten noch das offizielle Urteil von Bruce Buffer ab und dann haben wir hier noch genügend Zeit, auch den nächsten Kampf zu zeigen. Sieht so aus heute in der Folge, als beenden wir die ganzen Dinger hier in Runde Nummer 1. Das ist nicht unbedingt schlecht, so können wir uns auf jeden Fall nach oben arbeiten. Schwierigkeitsgrad ist hier noch normal. Also ich habe da nichts geändert. Alles so, wie es das Spiel hergegeben hat. Nur für die, die sich fragen, ob ich jetzt hier irgendwie umgestellt hätte oder sonst irgendwas. Nein, alles normal. Ich habe hier alles auf Standard gelassen. Und wir feiern hier erstmal mit unseren Kollegen. Ich weiß auch gar nicht, ob man es überhaupt in der Karriere umstellen kann. Keine Ahnung. So viel dazu. Wir schauen mal hier, was die Fightcard sonst noch so sagt. Saint Pro hat gewonnen. Aldo hat gewonnen. Bader gegen Henderson. Und Henderson gegen Condit. Egal, wir haben trotzdem nichts gewonnen. Keine Performance des Abends, kein K.O. des Abends. Das muss noch warten. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich im dritten Kampf dieser Folge wieder. Unser nächster Gegner wartet hier schon. Klein, gerankt auf Nummer 24. Mixed Martial Arts Kämpfer. Und ich bin gespannt, wie wir uns jetzt hier heute präsentieren. Bisher eigentlich eine dominante Performance hier, seitdem Paddy Parker seinen UFC-Vertrag bekommen hat. 7:0 hier, was die Stats angeht. Bisher eigentlich in kaum einem Kampf Probleme gehabt. Und so soll das natürlich hier auch heute weitergehen. Schauen, ob wir jetzt hier gegen eine Nummer 24 etwas taktischer vorgehen müssen. Er schwert sich hier auf jeden Fall schon mal. So viel dazu. Aber da kriegt er gleich mal den Kick ins Gesicht, nachdem wir da den Punch blocken. Der Tritt ging dann etwas ins Leere hier. Er traut sich da nicht so wirklich ran. Oh, jetzt hat er einen schönen schnellen Kick mal ausgepackt. Auch der kam hier ein bisschen aus dem Nichts und hier hat er sich gut weggeduckt. Ja, der hat auf jeden Fall hier einige Tritte drauf. Da muss man aufpassen. So, jetzt hier mal eine schöne Kombination zwischen Kopf und Körper. Oh, da kriegt er einen schönen X-Kick vors Gesicht. Oh, da treten wir über ihn drüber. Also er ist auf jeden Fall auch in allem hier gut. Oh, Spinning Back Fist, er blockt da auf jeden Fall gut. Will jetzt hier in den Clinch kommen. Also, oh ja, da hat er erstmal schön das Bein abgefangen. Er blockt hier viel. Dann versuchen wir selbst doch mal in den Clinch zu kommen. Ja, er befreit sich daraus aber wieder relativ schnell. Der X-Kick hat nicht wirklich Wirkung gezeigt. Oh, aber sein Konterkick hier, der hat geklingelt. Oh, da konnte man mit einem kleinen Kick Richtung Leg, also Richtung Bein. Oh, der war nochmal gut hier. Guck mal, dann bringen wir gleich nochmal an Richtung Körper. Und dann direkt Richtung Kopf. Der sieht gut aus, der Richtung Körper. Und dann der auch nochmal. Kombination hier, Körper, Körper. Und dann, der Richtung Kopf hat dann nicht getroffen. Aber die Kombination war nicht schlecht hier. Ah, versucht er erstmal in Deckung zu gehen hier. Immer schön abwechseln zwischen Kopf und Körper. Hier jetzt die Jabs, aber dann... So, jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Jetzt können wir ihn hier vielleicht umhauen. Jetzt können wir ihn umhauen. Jetzt hat er sich hier übernommen. Ah, schade, wir haben selber keine Ausdauer mehr, aber da hatte er sich übernommen, er hatte keine Ausdauer mehr, jetzt ist er hier wieder angeklingelt. Ah, da, der Tritt kam nicht ordentlich durch. Aber wir haben uns hier schon mal eine gute Ausgangsposition geschafft, was diese erste Runde angeht mit unseren Kicks. Haben wir ihn hier ordentlich den Kopf zertreten, auch da nochmal haben wir hier Vorteile, was das Striking-Game angeht. Auch da jetzt nochmal Richtung Kopf und jetzt eventuell nochmal mit dem Knockout hier. Da brauchen wir gar nicht mehr drauf zu gehen. Nach der Faust wissen wir, da ist einfach zu Ende. Da brauchen wir uns nicht mehr drauf stürzen. Walk of KO hier.
Und auch dieser Kampf ging in der ersten Runde zu Ende. Paddy Parker braucht Runde 2 und 3 gar nicht. Boom, da knallt die Faust rein. Der Gegner fällt um, nachdem wir hier vorher ordentlich ihn mit Tritten bearbeitet haben. Da wankt er nur noch und dann kommt da die Linke, haut ihn weg. Und damit gewinnen wir mal wieder einen Kampf nach K.O. Da sehen wir es, er verteidigt sich gar nicht mehr richtig hier, fängt sich aber mal volle Möhre diese Faust und fällt dann einfach nur noch um. Und so gewinnen wir hier in der ersten Runde nach Knockout. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal noch einen vierten Kampf hier in dieses Video ein. Und dann gucken wir mal, ob Paddy Parker wieder in der ersten Runde seinen Gegner hier finishen kann. Bisher keine einzigen Probleme hier mit irgendeinem Gegner. Paddy Parker auf einem guten Weg in der Rangliste immer weiter nach oben. Also schauen wir gleich mal, ob wir wieder einen Kampf in Runde 1 beenden können. Zum ersten Mal kämpfen wir jetzt hier gegen einen echten, richtigen Kämpfer. Wir kämpfen gegen Jan Blachowicz, dem Polen hier aus Warschau, der auch vor 2 Wochen in der UFC Fight Night Zagreb gekämpft hat und dort seinen Gegner nach Punkten besiegen konnte. Also Paddy Parker zum ersten Mal hier im Octagon gegen einen echten Kämpfer. Und da wollen wir auch direkt nochmal hier Bruce Buffer hören. So, hier sehen wir den Ringrichter und er kam natürlich mal nicht aus Warschau, ich hatte es geraten, leider hat es nicht gestimmt. Ja, zum ersten Mal versuchen wir es jetzt hier gegen einen echten Kämpfer. Und dann gucken wir mal, ob wir auch hier den Polen eben in Runde Nummer 1 finishen können oder ob wir uns überhaupt, ob wir ihn überhaupt besiegen können oder ob wir uns da schwer tun. Oh, da hat er gleich mal einen ordentlichen Haken da gegeben. Da sollten wir ihn eventuell mal auf Abstand halten. Auch, oh, jetzt, also der Kampf, der wird hart. Ja, ich bin froh, dass ich den hier jetzt nochmal genommen habe. Da sehen wir in der Folge ja zumindest einen Kampf, der vielleicht etwas härter wird. Ich weiß gar nicht, ob das ein Ringer war oder ob er hier dann vermehrt auf den Takedown gehen wird. Aber gut, wir haben ja schon einige gute Sachen auch hier am Boden gezeigt. Da müssen wir uns natürlich erstmal nicht verstecken. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es hier keine Runde 1-Finish wird für Paddy Parker heute. Aber ordentlicher Schlagabtausch hier. Und den Takedown können wir nicht verhindern. Da bringt uns Blachowicz zu Boden. Wir versuchen in den Backsit zu kommen. Mal gucken, ob das hier gelingt. Das gelingt auch hier. Mal gucken, was Blachowicz im Rear Naked Choke sagt. Was sagst du zum Show, Kollege? So, jetzt kommen wir hier. Ach, verdammt. Er hat natürlich jetzt blöd hier agiert. Wenn wir erstmal warten hier. Da kommt dann die Top Mount. Mal gucken, ob wir hier raus aufstehen können. Da haben wir natürlich viel Ausdauer da beim Rear Naked Choke verwendet. Und ich mir etwas verdrückt, muss ich sagen. Oh, da hat er gut einen guten Tritt gehabt. So, wir versuchen mit dem schnellen Ding hier Richtung Kopf zu arbeiten. Auch der Ex kickt, haut rein. Oh, diesmal, der hat natürlich ein paar gute Fäuste hier. Das muss man sagen. So, da arbeiten wir aber gut. So, da kickt er auch nochmal ins Gesicht. Aber er kontert gleich mit den Tritten hier. Oh, da haben wir Glück gehabt, dass er da keinen Kontertritt ausgepackt hat. Jetzt provoziert er hier auch noch, der Pole. Jetzt provoziert er auch noch. Der will hier den Schlagabtausch forcieren. Oh, jetzt geht er nochmal schön auf den Takedown hier versuchen. Oh, er setzt zum Kimura an. Er setzt zum Kimura an hier, der Pole. Jetzt haben wir es schwierig hier. Jetzt müssen wir hier rauskommen. Er setzt. Oh, wir sind rausgekommen. Eieiei. Da haben wir gerade ein bisschen. Jetzt bin ich gerade etwas ins Schwitzen gekommen gegen den Polen jetzt hier. Mal gucken, wie wir uns am Boden denn hier präsentieren können. So, da können wir erstmal den Sweep verhindern.
So, jetzt von hinten hier eventuell. Ne? Er kommt da in die Halfguard zurück. Wenn die, das verhindert er auch, dass wir in die Top-Mount kommen. Gehen zurück in die Full-Mount. Dann versuche ich mich mal hier aufzurichten. Auch das verhindert er. Versucht uns jetzt hier in der Halfguard, in der Full-Guard zu halten. So, von hinten aber dann hier mal ein paar Fäuste. Da hat er sich in keine gute Position gebracht. Irgendwie wehrt er sich da dann nicht mehr. Was denn los mit den Polen jetzt? Was denn los mit den Polen? Dann ist es aber schnell vorbei. Eieieiei. Was hat er denn da gemacht? Und doch wieder ein First-Round-Finish von Paddy Parker hier. Da kommen wir in die Top-Mount. Der dreht sich um und lässt sich verprügeln. Es tut mir ja fast ein bisschen leid. Jetzt drohte der Kampf ja fast spannend zu werden. Mit dem Kimura, wo wir gerade noch rausgekommen sind. Und dann einige Tritte, die er da gelandet hat. Und dann bringt er sich hier in so eine Position und lässt sich von uns die Birne einschlagen hier. Naja. Und Paddy Parker geht weiter seinen Weg hier. Lässt sich auch nicht von Jan Blachowicz aufhalten. Er hat versucht, sich zu wehren, aber die Betonung ja, liegt dann eher auf, er war stets bemüht. Aber über die erste Runde ist er auch nicht hinausgekommen. Also Paddy Parker mit dem ja, vierten First-Round-Finish hier in dieser Folge. Zwei Armbars, ein Knockout und dann hier eben nochmal den TKO, wo sich der wo der Ringrichter dann dagegen dazwischen gehen muss, weil wir ihn hier einfach ordentlich verprügelt und er sich überhaupt nicht mehr wehrt. Ja, so endet hier diese Folge jetzt. 9-0-0, was die MMA-Bilanz von Paddy Parker angeht. Aber man hat schon gemerkt, die Gegner drohen etwas schwieriger zu werden. Hier sehen wir die Fightcard. McGregor gewinnt hier, war nichts anderes zu erwarten. Bei der UFC 191 hier. McGregor gegen Lenz, Manuva gegen Henderson. Und wir haben eben wieder keine Auszeichnung bekommen für unsere Performance. Aber so sieht's aus. Wir konnten hier Blachowicz in Newark, New Jersey, USA schlagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe mal, dass es bei der nächsten Woche dann etwas spannender wird. Und nicht nur die Frage ist, wie wir gewinnen, sondern irgendwann sich auch mal die Frage stellt, ob wir überhaupt gewinnen. Bisher schneiden wir hier so durch unsere Gegner durch. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Paddy hier bei Game Testicle HD. Ciao.